Also ich erforsche, wie die verschiedenen größeren religiösen Traditionen sich zueinander verhalten. Das heißt also ganz konkret, wie sie jeweils die andere religiöse Tradition einschätzen, was ihr Bild von einer anderen Religion ist und auch, welche Vorstellungen sie insgesamt von religiöser Vielfalt haben. Also wie sie es sich erklären, warum es auf dieser Welt mehr Religionen gibt als nur sie selber. Und davon ausgehend befasse ich mich dann mit der konkreteren Fragestellung, ob es den Religionen möglich ist, zu einer positiven Interpretation religiöser Vielfalt zu kommen. Ja, was mich besonders an dem Verhältnis der Religionen zueinander interessiert und auch fasziniert, hängt zusammen mit der atheistischen Religionskritik. Ein zentrales Argument der atheistischen Religionskritik der Aufklärung war, dass die Unterschiedlichkeit der Religionen ein starkes Gegenargument gegen die Glaubwürdigkeit einer jeden einzelnen Religion ist. David Hume hat es mal verglichen mit einem Prozess vor Gericht, wo 20 Zeugen auftreten, von denen jeder alle anderen der Lüge bezichtigt und sagt, wem wird der Richter dann noch glauben? Keinem. Und das ist sozusagen das Problem. Reduziert die Vielfalt der Religionen die Glaubwürdigkeit von Religion oder nicht? Und mich interessiert es, eine Interpretation von religiöser Vielfalt zu finden, die die Glaubwürdigkeit der Religionen vielleicht erhöht statt reduziert. Ich glaube, nie zuvor war die Menschheit in einer Situation, wo ihr so stark bewusst war, wie viele Religionen es gibt als heute. Darin liegt sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Und dieses Konfliktpotenzial hängt wiederum zusammen, es lässt sich nicht darauf reduzieren, aber es hängt zusammen mit der Einstellung der Religionen zueinander, sodass die Frage der Beziehungen der Religionen zueinander, auch ihrer theologischen Beziehungen zueinander, starke politische, praktische Implikationen hat. Vereinfacht gesagt, wie es Hans Küngmar ausgedrückt hat, kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Und dieser Religionsfrieden ist nur möglich, wenn er sozusagen von innen herauskommt, wenn es nicht einfach nur das Toleranzgebot ist, sondern wenn Religionen zu einer echten wechselseitigen Wertschätzung kommen. Meine Quellen sind im Wesentlichen Texte. Und die Methode ist die der Texthermeneutik. Es geht also insbesondere darum, klassische, aber auch moderne Texte von Religionen, die sich mit dem Verhältnis zu jeweils anderen Religionen beschäftigen, zu interpretieren. Ein entscheidender Punkt dabei ist, dass gerade die normativen Texte der Religionen, die sogenannten Heiligen Schriften, ja auch nach Auffassung der Religionen selbst vielfältig interpretierbar sind und auch interpretationsbedürftig sind. Insbesondere in meiner Arbeit in den Jahren hier im Cluster habe ich herausgefunden, dass es in jeder der großen religiösen Traditionen dieser Welt durchaus ein Potenzial gibt, um zu so etwas wie einer positiven Einschätzung religiöser Vielfalt zu gelangen. Und dabei bin ich auf eine sehr interessante Entdeckung gestoßen, nämlich die, dass sich die Vielfalt der Religionen, wie wir sie global vorfinden, in kleinerem Format sozusagen und in anderer Gestalt widerspiegelt, innerhalb der Vielfalt, wie sie sich in jeder einzelnen Religion findet. Keine Religion ist homogen. Wir lernen immer mehr zu erkennen, dass es nicht so etwas wie das Christentum oder den Islam oder den Buddhismus gibt, sondern viele unterschiedliche Ausprägungen. Und der interessante Punkt an dieser Beobachtung ist, dass es sozusagen eine Kontinuität gibt zwischen innerreligiöser, ökumenischer Theologie, wenn Sie so wollen, und interreligiöser Theologie, also dem Verhältnis der Religionen zueinander auf globaler Ebene.